Howdy, Homonikipi-Fans, ich bin's, euer Ravender Creep, und heute würde ich euch gerne drei Serien vorstellen, die ihr auf jeden Fall gesehen haben solltet. Klar, einige von euch würden diese Serien auf jeden Fall schon kennen und vielleicht ein und der andere vielleicht nicht. Und genau für diese Leute mache ich dieses Video. Deswegen, oh, here we go, alles nach dem Intro und ja. Die erste Serie auf dieser Liste wäre Charmed. Und zwar der Reboot von der Originalserie. Ja, es gab mal schon in den 90er Jahren eine Serie namens Charmed. Es ging um drei Hexen, die mächtigen drei genannt, die gegen das Böse kämpften. Und der Reboot, meiner Meinung nach, nicht besser als das Original. Definitiv nicht. Aber es hatte doch schon einen gewissen Flair. Einen gewissen Flair der 2018er. Auf jeden Fall ist sie auf jeden Fall anzusehen. Also auf jeden Fall empfehlenswert, weil es hat schon ein Feeling gegeben. Also mir zumindest. Und diese Serie würde ich wirklich viel nahelegen wollen. Deswegen schaut doch da mal rein. Wenn ihr auf Mystery, teils sogar ein bisschen Spooky Stuff steht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Aber nichtsdestotrotz würde ich euch dennoch empfehlen, die Originalserie vorzuziehen. Klar, ihr solltet alles gesehen haben, meiner Meinung nach, weil beides irgendwie gut ist. Nur das Original ist halt, hat mehr Staffeln und ist auch gut, also besser. Hier auch der Trailer zu Charmed, den Reboot, und dann geht's auch weiter. Neue Hexen sind in der Stadt. Sie sind die mächtigen drei, deren Schicksal es ist, die Welt vor der Verdammnis zu retten. Los, Hexmädels! Verschwinde, Dämonen! Was fällt dir ein? Keine Dämonen? Doch, es ist noch keine Hexe vom Himmel gefallen. Ein widerlicher Dämonenhund wollte meine Extensions fressen! Zum Glück kriegen wir Mädels gemeinsam alles hin. Es ist euer Schicksal, euch zu vereinen. Und wir werden bei der nächsten Serie angekommen. Eine Serie von Amazon Prime, früher eine Serie von Netflix gewesen. Und ja, welche Serie könnte das denn sein? Ist es im Genre Horror? Ist es im Genre Dramedy oder so? Nee, es ist eine Comicbuch-Verfilmung. Und zwar geht es um einen sehr makaberen, aber auch witzigen Teufel. Ja, es geht um Lucifer. Lucifer Morningstar ist zurück mit der 5. Staffel und ja, es wird noch teuflischer. Diesmal aber nicht ausgelöst durch Lucifer himself, sondern durch seinen Bruder, durch seinen Zwillingsbruder, einem Erzengel. Aber ich rede jetzt nicht weiter, weil das wäre ein Spoiler. Die meisten wissen es schon und oder haben schon die Serie gesehen, also die 5. Staffel gesehen. Jedoch die, die nur den Begriff kennen oder schon mal nur etwas von ihr gehört haben oder noch gar nichts von ihr gehört haben, dann schaut euch auf jeden Fall die ersten Staffeln an und es lohnt sich. Ein charmanter Teufel, der mit einer exzentrischen Detektivin arbeitet, um Mordfälle nach dem anderen zu lösen. Eine Detektivserie der anderen Art, wenn ich das so sagen darf. Und ja, mehr will ich auch nicht spoilern. Schaut euch einfach Lucifer Morningstar an. Lucifer ist eine Serie, die jeder gesehen haben sollte. Und ich sagte ja, dass es auf einer Comicbuchreihe basiert. Und ja, von den Autoren von Vertigo. Und Vertigo, wen gehört sie wohl? Ja, genau, dem DC Universe. Und Lucifer Morningstar, kleiner Funfact, ist sogar der zweitstärkste in der gesamten DC-Welt. Hier auch der Trailer. Die Menschen mögen es, mir Dinge zu erzählen, ihre schmutzigen, düsteren Sehnsüchte. Verzeihung, ja, ich habe was einzuwenden. Sie wollen diesen menschlichen Schandfleck doch nicht heiraten, weil sie ihn wirklich lieben. Oh Gott, nein. Herr Manadier, wie läuft's denn so, mein Großer? Lucifer, in der Unterwelt verlangt man nach dir. Und du, mein gefiederter Freund, kannst zur Hölle fahren. Sie haben ja richtig Eier, habe ich recht? Ah, vielen Dank, aber Sie sind wohl eher durchschnittlich. Glaube ich gern. Mensch, hör auf, mitfühlend zu sein. Du bist der Teufel. Ja, da bin ich.
Ich bin wandelndes Heroin. Man wird abhängig und es geht nie gut aus. Sie, Detective, sind beim Charme gegenüber völlig immun. Um die Wahrheit zu sagen, ich finde Sie abstoßend. Das ist faszinierend. Sind Sie ein Hellseher oder sowas? Nein, ich bin kein Jedi. Ich kann keine Gedanken lesen. Menschen erzählen mir einfach gern Dinge. Irgendwas an ihr ist anders. Etwas, das ich nicht verstehe und es irritiert mich. Vielleicht, dass das nicht sie, die irgendwie anders ist. Wie heißt du denn? Lucifer. So wie der Teufel. Ja, genau. Die letzte Serie auf dieser Liste geht auch wieder um Superhelden. Jedoch nicht wirklich auf DC oder Marvel, sondern ein anderes Unternehmen. Und genau diese Serie sollte auch vielen, genauso wie Lucifer, ein Begriff sein. Auf jeden Fall werden dort die Superhelden etwas anders abgestempelt. So dass die Antagonisten, die vermeintlichen Antagonisten, eigentlich die Guten sind. Und wenn ich den Namen Homelander erwähne, dann wissen auf jeden Fall alle, um welche Serie es handelt. Auch wenn sie die Serie nie gesehen haben, wissen tun sie es auf jeden Fall. Und zwar The Boys. Ja, es geht langsam wieder in die nächste Staffel. Und die dritte wird in dem Falle die letzte sein. Jedoch dürfen wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall auf die letzte Staffel freuen. Und vielleicht wird es ja doch noch verlängert. Ich freue mich auf jeden Fall, weil The Boys auf jeden Fall eine geile, hammergeile, brutale und auch sehr, sehr witzige Serie ist. Ich persönlich habe die anderen Staffeln noch nicht gesehen, nur die erste. Deswegen kann ich dazu jetzt auch nicht mehr viel sagen. Auf jeden Fall, die Jungs kämpfen auf jeden Fall gegen die Freaks, gegen die Superhelden. Die meinen alles zu tun, was sie wollen. Aber nicht mit den Boys. The Boys, auf jeden Fall eine Serie, die ich empfehlen kann. Und hier nochmal der Trailer und ich verabschiede mich schon mal herzlich und danke fürs Mitschauen und alles. Gebt doch diesem Video einen Creeplike Daumen nach auf. Schreibt doch auch unter die Kommentare, also in die Kommentarbox, welche Serien ihr gerne sehen wollt oder ihr noch nicht gesehen habt oder sehen wollt. Wie auch immer. Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Ich verabschiede mich jetzt, weil ich jetzt gerade wenig Zeit habe. Und ja, viel Spaß mit dem Trailer to The Boys. Das großartigste Superhelden-Team, das die Welt je gesehen hat, die Seven. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie helfen? Ich komme direkt auf den Punkt. Ich habe gehört, was Robin passiert ist. Du bist kein Einzelfall. Hunderte sterben jährlich als Kollateralschäden durch Subs. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Robin! Und da kommen wir ins Spiel. Um den Wichsern den Arsch zu versohlen, wenn sie durchdrehen. Oh mein Gott! Bring sie unter Kontrolle, bitte. Zieh dir mal den Stock aus dem Arsch. Wieso führt ihr zwei euch noch immer auf wie die letzten Vollidioten? Wir haben hier einen scheiß Job zu erledigen. Ich bin unbesiegbar, ihr Flachwichser. Ich bin der größte Superheld der Welt. Und ich kann tun und lassen, worauf ich Bock habe. Wir stehen kurz davor, die Arschlöcher zu erledigen. Ich bin raus. Hey, was macht Sporty Spice gerade? Wer? Sporty fucking Spice, was verflucht macht die gerade? Ich hab keine Ahnung. Und Baby, die schafft's nicht mal auf Seite 6 der Daily Mail. Ihr seht, wenn sie es allein versuchen, dann bringen sie es nicht. Aber wenn man sie zusammenbringt, dann sind sie die verfluchten Spice Girls. Es ist doch so, wir brauchen einander. Keiner von uns kriegt allein irgendwas gebacken. Er kann keine Motivationsreden halten. Aber so gar nicht. Ich kann das nicht drücken, einfach den verfickten Abzug und zwar jetzt! Es tut mir leid! Wir sind die Seven, die mächtigsten der Welt, Motherfucker! Bitte, 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 nein, bitte! Aber der Rest der Bande, sorry, aber scheiß auf die Flachwechsel.
you wanna be my lover?